Es geht so einiges um aktuell im Markt. GameStop ist natürlich das heiße Thema. Wir haben es vorhin gesehen, vielleicht habt ihr es auch schon wahrgenommen. Es gibt einen neuen Videobeitrag vom geschätzten Kollegen Jens Raabe zusammen mit Markus Fugmann. Die beiden haben sich ausgetauscht zu der aktuellen Situation. Ein auf jeden Fall sehenswertes Video. Ein kurzer Blick auf die Aktie sei deshalb auf jeden Fall mal gegeben, auch wenn Charttechnik unter diesen Bedingungen eigentlich doch nicht so wirklich Sinn macht. Oder etwa doch? Also, das sollten wir uns mal kurz angucken. Einfach nur der Optik halber. Also, wir sehen diesen wahnwitzigen Anstieg. Da muss man eigentlich nicht arg viel dazu sagen. Ich hatte vorhin noch so ein bisschen überlegt, ob ich spaßeshalber ein charttechnisches Video mal abgebe, denn im 15-Minuten-Chart, wir sehen das, ein Schub nach oben, den haben wir hier danach ganz klar wackelig nach unten. Das ist doch eine klassische Situation, die ich handle, wenn er das letzte Hoch hier nach oben rausnimmt, dann mit Erwartungshaltung, dass der Kurs wohin geht. Naja, das, was wir vorne haben, hinten nochmal eine 1 zu 1 Projektion. Das ist bisher das heutige Hoch gewesen. Ihr seht, selbst in so einer Situation scheint Charttechnik zu klappen. Wenn ihr euch aber jetzt schon freut und sagt, klasse, naja, vorsichtig, das ist sehr akademisch. Erstens jetzt im Nachhinein, zweitens durch das Gap, was wir hier jetzt hatten, wäre das auch gar nicht umsetzbar gewesen. Es gibt allerdings die Bewegung ziemlich passgenau wieder. Aber darauf will ich in diesem Moment nicht ein. Das ist sicherlich auch noch ein ganz besonderes Thema. Ich gehe natürlich sehr, sehr gerne mit euch mal kurz auf die Indizes. Da haben wir vielleicht eine ähnliche Situation beim Nasdaq Future. Ihr seht das jetzt hier im 5-Minuten-Chart. Da haben wir von dem höchsten Punkt, wenn ihr, also zumindest mal hier in diesem höchsten Punkt, wenn ihr euch das mal anguckt, diesen hier eine sehr, sehr scharfe Abwärtsbewegung jetzt hier. Und wir sind jetzt hier relativ wackelig nach oben. Warum meint ihr das immer mit dem wackelig? Ihr könnt einfach mal gucken, wir haben hier eine Gegenbewegung, wir haben hier eine und die sind überschneidend. Und das ist ein typisch korrektives Bild. Wenn das alles so stimmig ist, dann müsste sich doch eigentlich das, was wir hier vorne haben, so ähnlich wie bei GameStop eben beschrieben, hier nach unten fortsetzen. Und ich halte es für sehr realistisch, dass das das Programm des heutigen Nachmittages ist. Das ist allerdings noch kein Versprechen. Es ist nur eine sehr realistische Möglichkeit, die sich im Großen sogar einigermaßen widerspiegelt. Also wenn ich das vorherige Top, also das echte hier, nochmal mehr angucke und dann sehe, okay, dann haben wir hier eine Gegenbewegung. Vielleicht sind wir da jetzt sogar in einer etwas größeren Bewegung, die später noch weiter runter geht. Das ist allerdings nur sehr fraglich und ein bisschen vorausgegriffen, aber würde zumindest mal den aktuellen Tenor dort widerspiegeln. Für mich ist es dann in so einem Fall relevant, dann Short zu gehen, wenn er ein Zwischentief reißt. Das wäre in diesem Fall zum Beispiel diese Marke jetzt hier. Erst wenn er da unten durchgeht, wäre das mein sogenannter Trigger. Und ihr ahnte schon, das ist etwas, was wir im Trade des Tages gleich gegebenenfalls nochmal aufnehmen können. Wenn ihr also Spaß und Lust daran habt, dann meldet euch an für den Trade des Tages. Dann kriegt ihr solche Trading-Ideen immer wieder frei Haus geliefert. Natürlich immer dann, wenn ich sie sehe, wenn ich sie für sinnvoll und lohnenswert erachte. Aber in dem Fall glaube ich das schon. Dann kriegt ihr unsere ganz konkreten Handelsmarken. Aber jetzt schon mal die Idee, in welche Richtung das Ganze münden kann. Also, wir sehen das, Bewegung ist durchaus da am Markt, wir haben viele, viele, viele Chancen und dementsprechend denke ich, lohnt es sich da drauf zu gucken, macht das selber sehr gerne, aktuell gerne nach diesen Gesichtspunkten, die ich habe, wenn ihr sagt, na, das ist immer doof, ich brauche immer mal ein bisschen Hinweise, dann meldet euch nicht nur für den Trade des Tages an, sondern gerne auch für das Born for Trading, dann bekommt ihr solche Nachrichten auch immer wieder auf das Smartphone geschickt und seid dann noch enger mit dabei. In diesem Sinne euch jetzt an dieser Stelle erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße. Ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.